Die dänischen Fußballnationalspieler haben eine Gehaltserhöhung abgelehnt, damit die Frauen dasselbe Gehalt bekommen. Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität. Aber wäre sowas auch in Deutschland denkbar? Wohl kaum, denn in Deutschland sind es vor allem die Fußballerinnen selbst, die ein Mindestgehalt einfordern. Lina Magul hat beispielsweise schon vor Jahren ein Mindestgehalt in den Profiligen von 2.000 bis 3.000 Euro gefordert. Ebenso Ex-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ein Mindestgehalt sollte selbstverständlich sein, doch tatsächlich müssen die Fußballerinnen oftmals nebenher arbeiten, eine Ausbildung absolvieren oder studieren. Vom Fußball leben können nur die wenigsten. Das verdeutlicht auch eine Studie der Sportschau aus dem vergangenen Jahr. Von den 122 befragten Spielerinnen gaben gerade einmal 34% an, 500 Euro brutto im Monat zu verdienen. Ein Viertel gab an, überhaupt kein Geld zu erhalten. Ähnlich schockierend ist der Vergleich der deutschen Nationalteams. Die Männer gaben an, im Schnitt 10 Millionen Euro im Jahr zu verdienen. Bei den Nationalspielerinnen sind es gerade einmal 43.600 Euro im Jahr. Das ist weniger, als der deutsche Durchschnittsbürger verdient. Auch die Prämien klaffen bei den Männern und Frauen weit auseinander. Der Deutsche Fußballbund hat die Prämie im DFB-Pokal bei den Frauen kürzlich zwar verdoppelt, sodass das gewinnende Team 150.000 Euro verdient. Das sind aber im Vergleich zu den Männern nur Peanuts. Bei den Männern bekommt das Gewinnerteam mehr als doppelt so viel wie alle Teams bei den Frauen zusammen. Verbände wie der DFB begründen das häufig damit, dass Teams nur das gewinnen können, was sie auch in die Kassen spüren. Doch das ist ein Scheinargument und zwar aus drei Gründen. Erstens widerspricht es der Gemeinnützigkeit des DFBs. Zweitens hat es mit Gleichberechtigung nichts zu tun. Und drittens stimmt es auch überhaupt nicht, dass die Frauen nicht auf Publikumsinteresse stoßen. Nach der erfolgreichen Europameisterschaft in England vor 2 Jahren stiegen die Zuschauerzahlen um 300% an. Auch die Einschaltquoten lagen während dem Turnier auf Rekordniveau. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Spiele in den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgetragen wurden, also mehr Sichtbarkeit erhielten als die Spiele in der Bundesliga. Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland übrigens weit hinterher. Länder wie England, Spanien, Norwegen oder die Niederlande haben längst Maßnahmen ergriffen, um die Einnahmen gerechter zu verteilen zwischen Männern und Frauen. Oftmals allerdings erst auf Druck der Spielerinnen. In Spanien beispielsweise haben die Nationalspielerinnen gemeinsam gestreikt und auf diese Weise ein Mindestgehalt erkämpft. In England hat man übrigens schon vor einer ganzen Weile verstanden, dass strukturelle Bedingungen und öffentliches Interesse eng zusammenhängen. Die Spiele werden zur besten Sendezeit übertragen und die Spielerinnen sind landesweit bekannt. Die Women's Super League ist ab kommender Saison sogar ein eigenständiges Unternehmen. Das bedeutet, die Marktanteile und die Zuschauerzahlen schießen in die Höhe. Die dänischen Nationalspieler haben vorgemacht, wie es gehen kann. Sie haben eine Gehaltserhöhung abgelehnt und nun erhalten sowohl die Frauen als auch die Männer dieselbe Grundvergütung. Nach der EM können sich deutsche Nationalspieler daran gern ein Beispiel nehmen. In dem Zusammenhang könnte man auch mal grundsätzlich über die astronomischen Löhne der Männer sprechen. Oder was denkt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.